Schönen guten Tag, mein Name ist Jörg Rostek, ich bin Teil der Seebrücke Hochsauerland und ich möchte Sie alle da draußen, insbesondere die Hochsauerländerinnen und Hochsauerländer, auf eine Aktion hinweisen, die wir demnächst in Arnsberg vorhaben. Denn in Arnsberg findet vom 25. September bis zum 4. Oktober die interkulturelle Woche statt. Im Rahmen dessen haben wir vor, gemeinsam mit der Caritas Arnsberg, die Klosterbrücke orange zu färben. Nicht mit Farbe, sondern mit Stoff. Ganz einfach mit Stoff, mit dem Orange der Rettungswesten, die Seenotrettung im Mittelmeer benutzt, um dort Geflüchteten das Leben zu retten. Wir als Seebrücke setzen uns für sichere Fluchtwege ein und solidarisieren uns mit den Menschen, die im Mittelmeer ihr Leben riskieren, um andere zu retten. Und in diesem Zusammenhang hat der Brand von Moria, den Sie ja sicherlich auch mitbekommen haben, eine erschreckende Aktualität erreicht und gezeigt, dass es mit der Geflüchtetenpolitik in der Europäischen Union, aber auch in Deutschland so nicht weitergehen kann. Deswegen mein Aufruf an Sie, machen Sie mit. Ab dem 25. September nehmen Sie ein Stück Stoff, vielleicht ein altes T-Shirt oder ein neues T-Shirt, ein Pullover, eine alte Hängematte oder was Sie auch immer haben, Hauptsache orange, eine Rettungsweste, selbst geht natürlich auch. Bringen Sie das mit, hängen Sie das an die Brücke. Die Aktion ist von der Stadt Arnsberg, lieben Dank dafür, auch genehmigt und geht bis zum 4. Oktober. Gemeinsam machen wir die Klosterbrücke orange und setzen ein Zeichen für die Seenotrettung und für eine bessere Geflüchtetenpolitik in Europa und Deutschland.